Hallo bei Checkpot. Boah, Matthias, es ist noch voll früh und ich bin völlig unterkoffiniert. Können wir nicht erstmal einen Kaffee trinken? Denise, ja, wenn du meinst, was willst du denn haben? Vielleicht heute mal so ein Pumpkin Spice Latte to go, aber auf jeden Fall skinny und ohne Sahne. Willst du mich verarschen, Denise? Ja, was denn? Ich mag meinen Kaffee halt außergewöhnlich. Ja, okay, meinetwegen. Wo willst du denn hingehen? Also, ich kenne da vier echt außergewöhnliche Cafés. Da gehen wir jetzt mal hin, okay? Ja, meinetwegen, dann gehen wir jetzt dahin, ja. Okay, let's go! Tipp Nummer 1, das Tante-Emma-Café in Recklinghausen. Neben mir steht jetzt nicht die Tante-Emma, sondern die Gitta. Gitta, erzähl mal was über das Café. Ja, unser Café gibt es seit 1989. Heißt Tante-Emma-Café. Wir haben das so ein bisschen angelehnt an Tante-Emma-Läden. Das ist also ein bisschen nostalgisch eingerichtet. Wir sind selber noch so ein bisschen, nostalgisch wäre jetzt übertrieben, aber wir sind so ein bisschen mehr auf der Schiene gemütlich und hausgemacht. Und wir haben Sofakissen drin und alte Bilder, alte Fotos. Also alles so in dieser Tante-Emma-Schiene. Was kann man denn hier so essen und trinken? Also wir haben sehr, sehr guten hausgemachten Kuchen. Wir haben zwei Bäckerinnen, die den backen, die den sehr gut backen. Dann haben wir natürlich ganz viele Snacks wie Salate, haben wir Reibeplätzchen mit Apfelmus oder Lachs zum Beispiel, Baguettes, Suppen. Also unsere Karte ist schon sehr umfangreich, im Laufe der Jahre immer umfangreicher geworden, weil die Gäste auch immer mehr Auswahl haben möchten und wir auch immer ganz gerne was Neues ausprobieren. Genau. Tipp Nummer 2, das Hofcafé in Dortmund. Wir haben jetzt so ein bisschen gedacht, wir landen hier auf einem Bauernhof, aber weit gefehlt. Mila, was ist das hier? Genau, es heißt Hofcafé, weil es das Union Gewerbehof ist. Und zwar ist das ein altes Fabrikgelände, das wurde besetzt in den 80ern. Und genau, als es dann quasi legalisiert wurde, haben sich hier ganz viele kleine Gewerbeunternehmen angesiedelt, also Start-up-Unternehmen, aber auch Architekturbüros, Planungsbüros, ganz unterschiedlich. Und wir haben halt hier unser kleines Café errichtet, um den Menschen, die hier arbeiten, aber auch alle, die es hier finden, weil es ein bisschen versteckt, dass die hier Mittag essen können. Genau. Was kann man denn hier alles essen? Also wir machen alles selber. Wir machen ein Mittagsbuffet, wir machen Pesto selber, wir backen das Brot selbst, wir machen Frühstücksbuffet, wir haben eine tolle Kaffeemaschine, ganz wichtig für einen Kaffee, und backen auch den Kuchen selber. Also wir machen wirklich alles selbst und sind unter der Woche immer hier zu finden. Und genau, haben auch noch ein kleines anderes Café, da ist auch am Wochenende geöffnet. Da kann man dann auch quasi Frühstücksbuffet und genau, auch nach Anmeldung. Und ab und zu machen wir auch ein paar kleine Catering-Sachen. Also jetzt gerade haben wir hier so ein Seminar und dann kommen die hier immer in der Pause vorbei und holen sich ihren Kaffee und dann machen wir so Lunch-Pakete. Und dann, genau, also unser Motto ist eigentlich frisch und selbstgemacht und herzhaft und alles mit Liebe gemacht. Das klingt doch gut. Dankeschön. Tipp Nummer 3, das Baristoteles in Bochum. Neben mir sitzt jetzt die Theresa. Erzähl doch mal was über den Laden hier. Ja, wir sind das Café Baristoteles. Wie der Name schon sagt, Baristoteles steht für Kaffeephilosophie, also kommt von Barista und Aristoteles. Wir haben uns auf Kaffee spezialisiert. Bei uns gibt es Bio, Bohnen und Fairtrade-Kaffee. Mir ist direkt aufgefallen, hier ist es ja sehr außergewöhnlich eingerichtet. Kannst du uns dazu noch was erzählen? Also der Inhaber Simon Hass hat hier das meiste halt selbst gemacht. Der Boden, also es sind Eichendielen, hat er hier verlegt. Die Tische, das sind hier Kabeltrommeln ursprünglich gewesen. Die hat er halt auch bearbeitet. Ja, unsere Lampen, das waren ursprünglich Kaffeesäcke. Was würdest du einem jetzt empfehlen, wenn ich hier reinkomme und sage, was ist hier das Beste, was muss ich unbedingt probiert haben, bevor ich wieder gehe? Auf jeden Fall unseren Cappuccino und natürlich auch unseren Infusionskaffee. Der wird in Rotwein eingelegt, die Kaffeebohnen. Unser Pane Grande ist auch sehr beliebt. Das ist das Brot von dem Bäcker Wickenburg mit selbstgemachten Pesto, Serrano, Pecorino. Unser vierter und letzter Tipp, das Limas in Duisburg. Sebastian, wo sind wir hier gelandet? Was ist so besonders an eurem Café?
Ja, zuallererst sind wir hier einmal in Duisburg-Neudorf gelandet. Und das Besondere an unserem Café ist, dass die Idee darauf basiert, dass man Gastronomie und Home-Accessoires kombiniert mit Geschenkartikeln, Möbeln und auch Kunstartikeln einfach kombiniert hat. Und dadurch etwas geschaffen hat, was so jetzt noch nicht hier in der Nähe vorhanden war. Cool, was kann man denn hier essen und trinken? Ja, generell bieten wir Frühstück an, wir bieten Mittagessen an und dann hinterher auch Kaffee und Kuchen. Das Frühstück gibt es auf der einen Seite eine Karte, die wir zusammengestellt haben. Da sind Sachen wie Pancakes mit frischem Obst und Ahornsirup drauf oder auch Obstsalat mit hausgemachten Müsli und sowas. Oder dann auch, was wirklich sehr gut ankommt und immer wieder genommen wird, ist das Frühstück zum Ankreuzen. Das funktioniert im Prinzip nach dem Baukastensystem, wo jeder sich das Frühstück so zusammenstellen kann, wie er es gerne mag. Ne, halt verschiedene Brote und sowas, hausgemachte Marmelade drauf, Wurst vom Metzger, Käse vom Käser und dann noch so Sachen wie Lachs mit Honigsenf, Dillsoße und solche Sachen. Das waren unsere 4 Tipps zum außergewöhnlichen Kaffeetrinken im Ruhrgebiet und wir haben ganz viel Kaffee getrunken und jetzt haben wir ganz viel Koffein-Intus, aber ihr könnt auf jeden Fall alle Videos von Ruhrtourismus mal anklicken. Unseren Kanal solltet ihr auch auf jeden Fall abonnieren und die ganzen Videos liken. Und die Neise? Ja, ich habe ein bisschen Puls jetzt. Die Neise, du kriegst die nächsten 5 Wochen keinen Kaffee mehr. Bis zum nächsten Mal bei Checkpoint.